Stehst du gerade davor, deinen Sekundar-1-Abschluss zu machen und möchtest du danach noch einen höherwertigen Abschluss erreichen? Oder es hat nicht auf Anhieb bei der Bewerbung um deinen Traumjob geklappt, weil die nötige Qualifikation gefehlt hat? Dann ist die Fachoberschule womöglich die richtige Wahl für dich. In den folgenden Folien möchte ich dir aufzeigen, welche Möglichkeiten dir durch die Fachoberschule eröffnet werden, welche Inhalte bzw. Fächer unterrichtet werden und welche Voraussetzungen du mitbringen musst. Generell kannst du die Fachoberschule an den folgenden drei Standorten in Hameln besuchen: an der Eugen-Reintjes-Schule, an der Handelslehranstalt oder an der Elisabeth-Selbert-Schule. Die Grundvoraussetzung, die du erfüllen musst, ist der einfache Realschulabschluss. Ein erweiterter Sekundar-1-Abschluss ist nicht nötig, aber stört auch nicht. Nach erfolgreicher Aufnahme in die Schulform verbringst du 2 Tage die Woche in der Schule und 3 Tage im Betrieb in Form eines Praktikums. Das Praktikum umfasst 960 Stunden. Die Schultage sind in der Regel Donnerstag und Freitag und die Praktikumstage Montag bis Mittwoch. Vom Ablauf ist die 11. Klasse daher vergleichbar mit der einer Ausbildung. Nach erfolgreicher Versetzung in die Klasse 12 wirst du in Vollzeit beschult, ähnlich wie am Gymnasium. Voraussetzung sind die dementsprechenden Noten und die Erfüllung der 960 Stunden Praktikumszeit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in die 12. Klasse zu starten. Der Unterschied liegt darin, dass die Schüler mit Berufsausbildung in der Regel über ein vertieftes Fachwissen verfügen. Der Charme, den Weg über die 11. Klasse zu nehmen, liegt zweifellos in der verkürzten Schuldauer. Ob nun über die 11. Klasse oder über die Ausbildung, der Abschluss ist in beiden Fällen die Fachhochschulreife. Was bedeutet die Fachhochschulreife? Mit der Fachhochschulreife erhältst du die Zugangsberechtigung für alle deutschen Fachhochschulen. Da gibt es eine ganze Menge, beispielsweise die Fachhochschule Hannover, Lemgo oder Holzminden. Insgesamt gibt es in Deutschland über 400 Fachhochschulen mit insgesamt über 20.000 Studiengängen. Da wird das Richtige für dich sicherlich dabei sein. Denn der Abschluss der Fachhochschulreife ist allgemein. Das heißt, es ist prinzipiell egal, in welchem Bereich du den Abschluss gemacht hast, an der EES, HLA oder Elisabeth Selbert. Du könntest beispielsweise deinen Fachoberschulabschluss im Bereich Sozialpädagogik an der ESS machen und dennoch in Hannover an der FH Maschinenbau studieren. Es stehen dir praktisch fast alle Türen offen. Man muss sagen fast, denn die Studiengänge Jura, Medizin und Lehramt sind nur an Universitäten möglich. Also, wenn du Arzt werden möchtest, brauchst du die Hochschulreife, sprich das Abitur. Wobei Lehramt mittlerweile auch über die Schiene, erst die FH zu besuchen und später an die Uni zu wechseln, durchaus möglich ist. Eine weitere sehr interessante Möglichkeit ist das duale Studium. Dual bedeutet Ausbildung plus Studium. Mit der Fachhochschulreife hast du beste Chancen, einen begehrten Platz zu ergattern. Und selbst in Hameln bietet die Hochschule Weserbergland, kurz HSW, die Möglichkeit eines dualen Studiums. Die Fakultät befindet sich übrigens am Stockhof über dem Melosch. Und natürlich, der Abschluss verbessert deine Chancen bei der Ausbildungsplatzsuche enorm. Wenn es dieses Jahr nicht mit dem Traumjob geklappt hat, mit der Fachhochschulreife mischst du ganz oben mit. Du siehst, die Fachhochschulreife ist ein hochwertiger Abschluss und ermöglicht dir eine Vielzahl von Möglichkeiten. Eingangsvoraussetzungen sind zum einen der einfache Sek-1-Abschluss und wie gesagt eine Praktikumsstelle. Um diese Praktikumsstelle musst du dich im Vorfeld selbst bemühen. Zum Schulstart
brauchen wir von dir die schriftliche Zusage vom Betrieb. Die Praktikumsdauer umfasst mindestens 960 Stunden und das Praktikum muss in der gleichen Fachrichtung erfolgen. Das heißt, beispielsweise bei einer Fachrichtung Gesundheit und Pflege an der ESS muss das Praktikum ebenfalls in diesem Bereich erfolgen. Bei Unklarheiten, ob das Praktikum zur angestrebten Fachrichtung passt, sprecht bitte die zuständigen Abteilungsleiter an. Die Adressen folgen am Ende der Präsentation. Nach erfolgreicher Absolvierung der 960 Stunden erhaltet ihr vom Betrieb einen Nachweis in Form einer Praktikumsbescheinigung. Welche Unterrichtsfächer dich in den Klassen 11 und 12 erwarten, zeigt dir die nächste Folie. In der 11. Klasse werden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik und, wenn Stunden vorhanden sind, Religion und Sport unterrichtet. Dazu kommen die berufsbezogenen Lernbereiche, wie beispielsweise technische Fächer in der Fachoberschule Technik oder Fächer mit Schwerpunkt Wirtschaft in der Fachoberschule Wirtschaft. In der 12. Klasse ist der Stundenanteil in der Schule deutlich höher. Neben einem höheren Anteil in Deutsch, Englisch, Mathematik kommen jetzt verpflichtend die Fächer Politik, Religion oder Wert und Norm, Sport und Naturwissenschaften dazu. Die Stundenanzahl der lernbezogenen Fächer ist ebenfalls höher. Die rote werdet ihr in diesen Bereichen separat noch einmal geprüft. Die Frage, die sich wahrscheinlich stellt, ist, welche Fachoberschule ihr wählen solltet. Generell werden an der ERS Technik und Gestaltung angeboten, an der HLA Wirtschaft und Informatik und an der ESS Gesundheit, Pflege, Sozialpädagogik, Ernährung und Hauswirtschaft. Der Abschluss ist bei allen Schulen, wie gesagt, mit der Fachhochschulreife die gleiche. Generell lege ich hier oder ihr hier aber schon den Grundstein für eine weitere Berufsplanung. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welche Fachrichtung für euch die richtige ist, wir bieten Beratungstage am 8. und 9. Februar an. Ihr bekommt feste Online-Termine, in denen wir uns speziell für eure Fragen Zeit nehmen. Die Anmeldung findest du auf der Homepage der entsprechenden Schule. Die Ansprechpartner sind für die Eugen-Reintje-Schule Frau Domke, für die HLA Frau Heimann und für die ESS Herr. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ers-hameln.de, www.hla-hameln.de und www.ess-hameln.de. Ich hoffe, ich konnte euch über die Schulformen der Fachoberschulen hinreichend informieren, wesentliche Fragen beantworten und zum anderen euren Interesse wecken. Ich würde mich freuen, euch an einer unserer Schulen begrüßen zu dürfen. Bis bald!